Ja, herzlich willkommen zur Schicht 3. Wir fangen mit Routing und IP an, sind jetzt auf der Netzwerkschicht. Hier ist es auch nochmal dargestellt. Wir sind jetzt, wie gesagt, vom Link Layer hochgerutscht auf Schicht 3, im Deutschen auch Vermittlungsschicht genannt. Im TCP/IP-Stack entspricht das dem IP-Layer. IP steht für Internetprotokoll, das ist das Protokoll, was da läuft. Obwohl natürlich dieser Teil des ISO-OSI-Modells abstrakt ist und oder generell ist, gibt es da eigentlich nicht viel mehr als IP. Ja, IP hat sich dermaßen durchgesetzt, dass das im Prinzip alles abgelöst hat, was früher mal da lief. Das ist eigentlich eine gute Sache, ne? Weil es schön homogen ist, da müssen Sie sich nicht auf viele Einzelfälle einstellen. Also das heißt, wenn Sie IP verstehen, verstehen Sie im Wesentlichen, was im Network Layer passiert. Gut, was sind die Ziele dieses Kapitels? Wir wollen lernen, wie man sehr große Netze baut. Und wenn ich sehr große Netze meine, dann meine ich das Internet. Ja, also das größte Netz, was wir haben. Und wir wollen die so bauen, dass sie skalieren. Und zwar, dass die auch noch größer werden können. Dann müssen wir ein paar Fragen für beantworten, um das zu können. Also die erste Frage wäre zum Beispiel, wie kriege ich denn so ein Paket von A nach B? Ja, also ich suche mir zwei beliebige Knoten in diesem Riesennetz raus, A und B. Und ich möchte Pakete zwischen denen austauschen. Und wie sorge ich dafür, dass die einen effizienten Pfad nehmen, diese Pakete? Wie repräsentiere ich diese Pfade überhaupt in Routing-Tabellen? Also ich habe jetzt so ein bisschen eingeführt, was Routing ist. Routing ist die Entscheidung, welchen Weg Pakete von A nach B nehmen. Und wenn ich jetzt natürlich das für das gesamte Internet auf einmal in einer Riesentabelle speichern würde, dann wäre das eine Sache, die nicht gut skalieren würde, vorsichtig ausgedrückt. Ja, da muss ich mich also fragen, wie repräsentiere ich diese Pfade mit Hilfe von Routing-Tabellen und wie konstruiere ich diese Routing-Tabellen effizient? Die nächste Frage ist dann, wenn ich meine Routing-Tabelle habe, wie nutze ich die? Und wie organisiere ich größere Netze hinsichtlich ihrer Adressstruktur? Und was ganz interessant ist, ist, dass das mit dem Routing-Tabellen-Prinzip zusammenhängt. Also die Darstellungsform einer Routing-Tabelle hängt tatsächlich mit dieser hierarchischen Adressierung zusammen, die wir bei IP machen. Und das ist eigentlich relativ spannend. Und das ist eine Sache, die wir dann am Ende sehen werden. Die Notwendigkeit dieser Hierarchie ergibt sich aus der Art der Darstellung der Routing-Tabellen. Wir werden dann am Ende uns genau anschauen, wie es im Internet gemacht wird. Also uns über die Routing-Struktur nochmal ein bisschen im Klaren werden, wie sie dann umgesetzt wird. Wir werden uns natürlich wie immer, also auch wie bei den anderen Schichten, vorher mit den Grundfunktionen befassen und erstmal lernen, wie die funktionieren. Das Kapitel ist so strukturiert: Wir werden von einem Spannbaum auf eine Routing-Tabelle kommen. Wir werden lernen, wie man Routing-Tabellen berechnet. Oder aus einem Netzgraphen extrahiert, kann man sagen. Hier spielt auch der berühmte Dijkstra-Algorithmus oder genauer gesagt Dijkstras Shortest Path-Algorithmus eine Rolle, den wir auch anwenden werden gemeinsam. Dann werden wir hierarchisches Routing kennenlernen, also die Fragestellung auflösen, wie das Internet in autonome Systeme strukturiert ist, zwischen denen dann eben geroutet wird. Und wir werden das in Bezug setzen zur Adressierung. Und dann werden wir uns, wie gesagt, das Internet als Fallstudie zum Schluss ansehen. Das ist also die Struktur dieses Kapitels. Steigen wir mal ein im ersten Punkt. Unser Ziel ist, wir wollen große Netze bauen, also wirklich große Netze. Wir wollen dafür Mechanismen nutzen, die wir teilweise bereits kennengelernt haben. Also wir wollen zum Beispiel Hubs und Bridges verwenden. Also die laufen da drunter quasi. Aber wir wollen eben nicht in das Problem laufen, dass wir im Prinzip einfach nur Hubs und Bridges hochskalieren auf große Netze. Ja, warum kann ich das nicht machen? Also warum kann ich jetzt nicht einfach eine Bridge bauen fürs gesamte Internet? Das wäre relativ ungeschickt, wenn ich mal einen Broadcast ans gesamte Internet senden könnte. Ja, also von der Last, die ich da produziere. Also es ist schon clever, da irgendwie hierarchisch zu denken, ne? Also nicht eine komplett flache Struktur, wo jeder prinzipiell jeden erreichen kann oder eben einer einen Broadcast an alle schicken kann, sondern es wäre schon geschickter, da eine gewisse Hierarchie einzuziehen,
sodass ich vielleicht auf der untersten Ebene noch Broadcasts habe, aber auf den höheren Schichten das dann schwieriger wird. Ja, das ist hier mit Flooding gemeint. Das heißt, wir brauchen also eine gewisse Struktur. Also das geht nicht mehr so wie bei Ethernet, ne, wo Sie, wenn Sie eine Adresse wissen wollen über ARP, schicken Sie einen Broadcast an alle Teilnehmer und irgendeiner wird sich schon melden mit der Adresse. So kann ich hier Adressauflösung nicht mehr machen im Internet. Ich kann ja nicht mehr ein Paket und ich sollte zumindest nicht mehr ein Paket an alle Teilnehmer des Internets schicken. Das heißt, wir brauchen irgendeine Struktur, um sowas wie Adressauflösung zu machen und um sowas wie Routing zu machen, also um zu entscheiden, welchen Weg ein Paket nehmen soll. Ja, ein einzelner Spannbaum ist jetzt vielleicht nicht eine gute Idee, weil das natürlich dafür sorgt, dass wir nicht unbedingt den effizientesten Pfad finden. Was wir stattdessen wollen, also anstelle eines Spannbaums, ist eben der kürzeste Pfad. Das heißt, wir brauchen nicht irgendwie den minimalen Spannbaum durch ein gesamtes Netz, sondern wir wollen kürzeste Pfade haben zwischen im Wesentlichen zwei Knoten erstmal. Oder von einem Knoten zu vielen anderen Knoten, wenn wir jetzt über Broadcast und Multicast reden. Ja, und das ist eben die Fragestellung, die wir lösen müssen. Also es ist gegeben einen Quell- und einen Zielknoten, also ein Knotenpaar, das kommunizieren will. Was ist der kürzeste Weg, um ein Paket zwischen denen auszutauschen? So, ja, die erste Frage, die man sich da vielleicht stellen könnte, wäre, was heißt kurz oder kürzest? Ja? Ist das die geringste Anzahl von Hops? Ist es die kürzeste Pingzeit zum Beispiel? Ist es der höchste Durchsatz? Sind es die niedrigsten Kosten? Ja, also Kosten hinsichtlich Euro, ne? Wenn Sie zum Beispiel Leitungen sich leihen von anderen Betreibern, ja, dann fallen ja da bestimmte Kosten an oder auch beim Betrieb der Leitungen. Das ist eine Frage, ich verrate es Ihnen jetzt schon, die wir nicht klären werden. Das ist die sogenannte Routing-Metrik. Und das ist für uns einfach nur ein Kantengewicht, also einfach nur eine Zahl. In dieser Zahl können alle diese Punkte drinstecken, zum Beispiel als gewichtete Summe. Das werden wir aber nicht klären, also wir werden das abstrakt betrachten. Und wenn ich jetzt so ein Kantengewicht habe, also eine Zahl habe, mit der ich bewerte, wie schnell oder wie teuer so ein Link ist, ne? Teuer jetzt als abstraktes Maß, dann kann ich eben basierend auf diesen Kantengewichten die Frage stellen, an welchen Nachbar schicke ich denn das erstmal? Das hat den Vorteil, dass ich mich erstmal nur um die Nachbarn kümmern muss. Ne? Und wenn jeder Nachbar sich um seinen Nachbarn kümmert, dann reicht es, wenn jeder Knoten seine Nachbarschaft kennt. Aber ein Paket kann trotzdem über diese Nachbarschaftsbeziehung am Ende natürlich zum Ziel gelangen. Und das ist der Ansatz, den wir im Internet verfolgen. Also wir wollen nicht das ganze Netz kennen. Und wir können auch nicht das ganze Netz kennen, weil sich das an irgendeiner Ecke garantiert gerade mal wieder ändert. Und wir das so schnell gar nicht mitkriegen, an der anderen Ecke natürlich. Aber ein Nachbar merkt relativ schnell, wenn sich in seiner Nachbarschaft was ändert. Das ist dann sozusagen der Zweite, der es merkt, ne, nach dem geänderten Knoten. Und der ist daher darüber informiert. Ja, also der Nachbar ist näher sozusagen an eine Änderung dran und hat daher dieses bessere Wissen über das Nachbarnetz. Und wenn ich das jetzt nutze, um einfach nur immer von Nachbar zu routen, dann bin ich diese Zeitvarianz sozusagen, also diese Dynamik los. Und muss mir zusätzlich auch nicht das gesamte Netz merken oder nicht große Teile des Netzes. Habe also hinsichtlich Aktualisierung, also Update-Frequenz sozusagen einen Vorteil und habe hinsichtlich Speicherplatz oder generell Speicherskalierung noch einen Vorteil. Diese Nachbarschaftsbeziehungen drücken wir in der Routing-Tabelle so aus. Also hier ist mal ein Beispiel gegeben. Was Sie hier sehen, ist mögliche Zielknoten. Und was Sie hier sehen, sind die direkten Nachbarn eines Hosts. Also wir haben Host W, ja, nennen wir den einfach mal so. Das ist ein beliebiger Knoten im Internet. Und der hat halt die Nachbarn UV, X und Y. Und wenn er eine Routing-Tabelle hat, dann weiß er, welcher Nachbar Pakete an Host M, P und Z schicken kann, in diesem Beispiel. Und dann können wir uns das Minimum nehmen daraus, ne, aus den Spalten. Und dann weiß ich ja, an welchen Nachbarn ich das bevorzugt gebe. Also Beispiel, ich will an Knoten Z ein Paket schicken, ne, also von W nach Z. Naja, an welchen Nachbarn würde ich es geben? Ich würde es vielleicht nicht an U geben, weil der hat eine schlechte Verbindung, also hinsichtlich meiner Kantengewichte. Ich würde das an X geben, weil der hat ein geringeres Gewicht, also hat geringere Routingkosten zu Z.
Das heißt nicht, dass X überhaupt mit Z verbunden ist. Der kann dann auch wieder das an Nachbarn weitergeben. Und auch der Nachbar vom Nachbar von X kann das noch wieder an Nachbarn weitergeben, etc. Sie verstehen die Idee. Aber erstmal geben wir es an X weiter. Ja, also das Paket ist so wie so eine heiße Kartoffel, ne, die Sie ganz schnell aus der Hand legen wollen und gleich an Ihren Nächsten geben wollen. So, wenn ich mir das jetzt mal scharf hin angucke und Sie das jetzt verstanden haben mit diesem Minimum, dann brauche ich doch diesen ganzen anderen Kram hier nicht mehr in der Tabelle, ne? Dann reicht's doch, wenn ich diese Tabelle wie folgt komprimiere und daraus wird dann eine Forwarding Table. Und Sie sehen hier, was ich gemacht habe. Ich habe das Zeilenminimum gebildet. Also ich habe mir nur gemerkt, welcher Nachbar hat das minimale Kantengewicht zu welchem potenziellen Zielknoten. Na, und bei M ist das U, bei P ist das V. Ja, die habe ich hier nochmal umrandet. Und bei Z ist es natürlich X. Ja, und wir haben die Kosten auch noch daneben geschrieben, wobei wir die dann eigentlich auch gar nicht mehr speichern müssten. Deswegen sind die hier in Klammern. Die interessieren ja nicht mehr. Ich habe ja hier mein Minimum schon gebildet. Merken Sie, das ist schon mal weniger Speicherplatz. Also stellen Sie sich jetzt wirklich große Routing-Tabellen vor, ne? Das ist ja hier nur ein kleines Beispiel. Insbesondere die Spalten werden dann natürlich groß. Vielleicht habe ich nicht so viele Nachbarn, das wird in der Regel kleiner sein, aber ich habe vielleicht viele mögliche Ziele, die ich kenne. Das hat eben mehrere Vorteile. Also zum einen hat es den Vorteil, erstmal, ich brauche weniger Speicherplatz. Ist vielleicht heutzutage jetzt nicht mehr so wichtig. Aber was auch wichtig ist, meine Lookup-Time, ne, in der Tabelle ist viel kürzer. Und das Minimum ist ja schon gebildet. Das heißt, ich spare mir auch Rechenzeit, ne? Also sowohl Zeit in der Tabelle nachzuschlagen, als auch Zeit, da zum Beispiel Minimum zu rechnen, ist hier schon erledigt, ja? Brauche ich hier eben nicht mehr aufwenden. Und jetzt überlegen Sie mal, jedes Paket muss geroutet werden. Und IP ist so gebaut, dass es eigentlich für jedes Paket eine Einzelentscheidung fällen kann. Also so ist das Internet gebaut, ja? Das ist, was wir mit Paketvermittlung meinen. Es wird paketweise vermittelt. Anders als im alten Telefonienetz, ne? Da habe ich Leitungsvermittlung gemacht. Das heißt, für ein Telefonat wurde die Leitung geschaltet und danach wurde sie wieder beendet, ja? Und während der ganzen Zeit passierte kein Umrouten. Das ist im Internet eben nicht so, ne? Das kann pro Paket können Sie eine andere Route nehmen. Und jetzt überlegen Sie mal, wie viel Zeit Sie haben für eine Routing-Entscheidung in einem Paket. Ja, gehen wir mal von einem Gigabit-Link aus. Da haben wir eine Bitzeit von 10 hoch minus 9, ne? Also von einer Nanosekunde. Und wenn Sie jetzt sagen, Sie haben 1000 Bits im Paket, der Vereinfachung halber, dann haben Sie eine Mikrosekunde Zeit für die Entscheidung. Wenn Sie 10.000 Bits haben, haben Sie 10 Mikrosekunden Zeit für die Entscheidung. Pro Paket. Das muss ich für jedes Paket dann gesondert machen. Und das ist nur ein 1 Gigabit-Link. Also das ist noch nicht mal Backbone-Geschwindigkeit. Da reden wir oft über 1 Terabit. Also Sie haben es verstanden. Ich habe einfach pro Paket wenig Zeit und wenn ich mir mehr Zeit genehmigen würde, würde ich die Datenrate natürlich entsprechend senken. Auf der Routing-Schicht, ja. Und das würde jeder Router natürlich machen. Weil das kumuliert sich ja auf, ne? Und bevor ich dann was weiterschicken kann, habe ich nochmal Latenz, ne? Dann haben Sie das nochmal zusätzlich als Reduktion, etc. Also, wir brauchen effiziente Tabellen, um schnell routen zu können. Wenn Sie sich die Dinge angucken wollen unter Linux oder wenn Sie Windows haben und Cygwin haben, geht es genauso. Netstat-R ist Ihr Freund. Dann können Sie sich die Routing-Tabelle anschauen. Gut, wir haben jetzt gelernt, dass wir für solche Routing-Tabellen einen Shortest Path brauchen, also den kürzesten Pfad kennen müssen. Wie kriegen wir den? Naja, den kriegen wir über einen Routing-Algorithmus. Also Routing-Algorithmus, was ist das? Naja, das ist ausgeschrieben ein Algorithmus, der Routing-Tabellen berechnet. Hätten Sie jetzt nicht gedacht, oder? Was wollen wir? Welche Anforderungen stellen wir an einen Algorithmus, der Routing-Tabellen berechnet? Naja, also erstmal sollte er korrekt sein. Das sollte was mit der Realität zu tun haben, was er da rechnet. Und außerdem sollte der einfach sein. Warum hätten wir hier gerne Einfachheit? Naja, das Internet mit seinen vielen, vielen, vielen Knoten ist ein komplexes System. Und das würde ganz, ganz schlecht skalieren, wenn bereits jedes Einzelsystem kompliziert wäre. Also das Gesamte ist kompliziert genug, also sollten zumindest die Einzelteile einfach sein, damit das ganze System natürlich gut skaliert. Und auch, ich sag mal, nicht so fehleranfällig ist. Ne? Weil aus Komplexität folgt natürlich Fehleranfälligkeit allein aufgrund der Komplexität. Dann müssten wir uns die Frage stellen: Wollen wir das zentralisiert haben? Wollen wir das verteilen? Gibt es Pros und Cons? Ne? Zentralisiert hat gewisse Vorteile,
ist besser kontrollierbar, ist teilweise auch besser zu debuggen, skaliert aber vielleicht schlecht bei wirklich großen Netzen, wohingegen verteilt besser skaliert, aber teilweise schwierig wird, aufgrund von Asynchronität zu debuggen. Ja, der Algorithmus sollte robust sein. Also wenn da Links wegbrechen, weil zum Beispiel mal ein Unterseekabel durchgebissen wird oder ein Satellitenlink wegfällt oder irgendwelche Wartungen passieren oder generell Hosts wegbrechen, dann sollte das durch den Routing-Algorithmus in hinreichender Geschwindigkeit kompensiert werden. Das sollte natürlich adaptiv sein, der Routing-Algorithmus. Der sollte sich dynamisch anpassen an eine typische Situation im Netz. Ja, das muss jetzt nicht in Echtzeit passieren, aber der sollte dann irgendwann entsprechend darauf reagieren. Wenn sich jetzt am Netz natürlich nichts ändert, dann möchten wir, dass der konvergiert. Also wir möchten jetzt, dass der Algorithmus dann, wenn das Netz konstant bleibt, auch irgendwann eine konstante Lösung findet und nicht die ganze Zeit zwischen diversen Lösungen rumspringt. Und dann möchten wir, dass der optimal ist hinsichtlich irgendeiner Routing-Metrik. Da hatte ich mich ja schon vorhin rumgemogelt um die Frage, ne? Also sagen wir mal, hinsichtlich so einer definierten Routing-Metrik sollte der optimal sein. Das heißt, der sollte die Routing-Kosten natürlich minimieren. Ja, und dann haben wir natürlich, wenn wir bei diesem Minimum bleiben, auch entsprechend Stabilität. Also zumindest bei einem konstanten Netz. Naja, und fair sein sollte der auch. Also der sollte jetzt nicht für bestimmte Teilnehmer Sonderrouten aushandeln und für andere dann eben schlechtere Routen. Also zumindest technisch sollten alle eine Chance haben, fair geroutet zu werden. Auf Algorithmik-Ebene. Ich grenze das so vorsichtig ab, weil natürlich kann an den mithilfe der Manipulation der Routenmetriken dann auch bestimmten Nutzern Vorfahrt gewährt werden. Also Nutzern, die mehr zahlen, wenn ich jetzt ein Carrier bin, also jemand, der ein großes IP-Netz betreibt, dann kann ich natürlich meinen besser zahlenden Kunden eine kleinere Routing-Metrik einfach künstlich ausrechnen und denen damit Vorfahrt gewähren. Also das geht schon, ja, das ist dann aber auf Metrikebene, das sollte aber nicht im Algorithmus eingebaut sein, so eine Imbalanz, ja. Das wird dann immer sehr hässlich, wenn sie anfangen, solche Sonderfälle dann im Algorithmus zu haben. Gut, dann haben wir ein paar Eigenschaften dieses Algorithmus. Und dann würde ich jetzt mit Ihnen zwei Typen von Algorithmen durchsprechen. Also ich würde zumindest den Link-State-Routing-Algorithmus im Detail besprechen. Das ist übrigens der Dijkstra, kann ich jetzt schon mal spoilern. Und den Distance-Vector-Algorithmus, den würde ich erwähnen, den werden wir nicht nochmal rechnen. Das wäre zum Beispiel der Bellman-Ford-Algorithmus. Das ist auch ein Algorithmus, der diese Klasse von Routing dann unterstützt. Also wir haben hier zwei verschiedene Klassen von Routing-Algorithmus, die dann entsprechend anders arbeiten. Und wir werden die erste im Detail behandeln. Gut, schauen wir uns das Ganze mal aus einer zentralisierten Sicht an und schauen wir uns mal an, was wir da so haben, um dann so mal langsam auf den Algorithmus zu kommen für das Finden des kürzesten Pfades. Wir gehen davon aus, dass wir das Netz als einen Graphen gegeben haben. Ja, was ein Graph ist, wissen Sie. Ein Graph hat Knoten und Kanten oder Vertices and Edges im Englischen, ne, und kann man als einen Tupel in dieser Form darstellen. Und das ist ein gewichteter Graph, das heißt, wir haben also auch eine Kostenfunktion, die eine Kante einem reellwertigen Wert zuordnet. Das sind positiv reellwertige Werte. Der Fakt, dass ich in den Beispielen immer nur Ganzzahlen habe, das hat keine besondere Bedeutung. Ja? Also ich könnte da auch natürlich irgendwelche Fließkommazahlen verwenden. Was ich nicht verwenden darf, sind negative Zahlen. Das führt dann nachher zu Problemen im Algorithmus. Und ich darf auch keine komplexen Zahlen verwenden. Ich darf natürlich auch nicht von einem Vektor ausgehen pro Kante. Ja, also ich habe einfach eine positive reellwertige Zahl. Unterstreichen Sie sich das Positive irgendwo in Ihren Notizen. Also die Algorithmen, die wir jetzt besprechen, funktionieren nicht bei negativen Kantengewichten zum Beispiel. Was soll der Algorithmus jetzt machen? Naja, also für jeden Knoten V in der Menge groß V soll der eine Routing-Tabelle zu jedem möglichen Zielknoten U, der natürlich auch in der Menge groß V steckt, berechnen. Ja, die Menge groß V steht ja hier, das ist ja unser Graph. So, das soll er machen unter der Bedingung, dass für jedes Paar VU, ja, also Quellknoten zu Zielknoten sozusagen, der Pfad V nach U über diverse Zwischenknoten mit dem minimalen Kosten verbunden ist. Ja, minimal smallest cost hier, das smallest können Sie streichen, ja.
Also das geht hier um die minimalen Kosten über dem Pfad im Vergleich zu anderen Pfaden. Ja, also wenn Sie alle Kosten aufsummieren hier, kumulative Kosten könnte man sagen, dann soll das geringer sein als die kumulativen Kosten aller anderen möglichen Pfade. Das werden wir dann auch gleich in der Praxis nochmal sehen, also anhand eines praktischen Beispiels. Gut, und das soll er machen, indem er einfach den Nachbarn wählt, der den kleinsten Eintrag hat. Warum Nachbarschaftswahl cleverer ist, als das gesamte Netz auf einmal zu betrachten, hatte ich Ihnen ja vorhin schon versucht zu erklären. Ja, und Kosten des Pfades, das habe ich jetzt hier ja schon gesagt, also das ist quasi die Summe über alle Kantenkosten, also im Prinzip über alle Verbindungen zwischen V und U inklusive der Zwischenknoten. Das Problem hat einen Namen, also in der numerischen Mathematik, das ist das All Paths Shortest Path Problem. Das ist ein gut definiertes Problem. Und der Ansatz ist, wir rechnen den kürzesten Pfad von einem gegebenen Knoten. Also wir suchen uns hier eben ein V aus und dann wiederholen wir das für verschiedene V zu allen potenziellen Zielknoten. Genau, und das wiederholen wir dann eben für alle. Ja, und so kriegen wir den sogenannten Shortest Path Tree. Achtung, das ist nicht der minimale Spannbaum. Ja, ich komme zur Grundidee von Dijkstras Shortest Path Algorithm. Das ist ein Algorithmus, der ist schon relativ alt. Der ist so berühmt, dass der eigentlich auch nur Dijkstras Algorithmus heißt, weil der Herr Dijkstra, das war ein holländischer Informatiker, der hat ziemlich viele Algorithmen erfunden, aber das ist sozusagen sein berühmtester. Deswegen hat er eben das Pech, dass er eigentlich primär nur für diesen Algorithmus bekannt ist. Ja, der Herr Dijkstra hat den im Prinzip auf eine Serviette geschrieben. Also das ist jetzt kein wirklich großer Algorithmus und das ist ja auch ein Teil des Charmes dieses Algorithmus. Ich erkläre Ihnen mal grob, wie er funktioniert und dann steigen wir mal in die Details ein und dann machen wir mal ein Beispiel. So, also wie rechne ich jetzt den kürzesten Pfad von einem Knoten zu allen anderen Knoten aus? Das kann ich mit Dijkstras Shortest Path Algorithm machen. Ich brauche einen gewichteten Graphen. Ja, oder man kann es so aufsplitten, ne? Mein Graphen mit den Knoten und Kanten, ich brauche die Kosten und das beides ist ja der gewichtete Graph. Dann brauche ich natürlich noch meinen Quellknoten, also der Knoten, bei dem ich starte. Und wie gesagt, das kann ich ja dann iterieren über möglichst viele Knoten, um dann das gesamte Netz abzudecken. Dijkstras Algorithmus funktioniert so, der initialisiert zunächst und setzt die Distanz von Knoten A zu sich selbst, also vom Startknoten zu sich selbst auf 0. Das macht er, um A nicht als Sonderfall behandeln zu müssen, sondern um den dann in der Hauptschleife genauso behandeln zu können wie alle anderen Knoten. Ja, so Algorithmen, die Ausnahmen machen müssen, sind immer doof. Also hier wird diese Ausnahme einfach durch eine geschickte Wahl des Initialgewichtes von A gelöst. Dann initialisiert er die Gewichte von A zu allen anderen Knoten mit unendlich. Warum er das macht, wird auch gleich klar werden beim Algorithmus. Und dann speichert er alle Knoten in einem unbesuchten Set. Das geht auch andersrum. Man kann sich natürlich auch ein besuchtes Set merken. Ich arbeite hier mit der Variante, die das unbesuchte Set zunächst speichert und dann einfach da wegstreicht, ja? Und dann terminiert der Algorithmus, wenn Q leer, eine leere Menge ist. Das steht ja hier schon, Terminierbedingungen, ne? Wenn Q eine leere Menge ist, höre auf. Ja, dann habe ich ja alle Knoten besucht und die Nachbarschaft dieser Knoten analysiert. Und jetzt fange ich an, indem ich eben einen Knoten U festlege. Und das mache ich relativ geschickt. Ich nehme mir den Knoten U. Der muss natürlich im unbesuchten Set sein, ne? Alle anderen interessieren mich ja nicht, die habe ich ja schon besucht. Und U wähle ich jetzt so, dass er die kleinste aktuell bekannte Distanz zum aktuellen Knoten oder zum Ausgangsknoten hat. Initial wäre natürlich UA, also U gleich Knoten A, weil A ja initial die geringste Distanz hat. Der 0 ist ja erheblich kleiner als unendlich. So wird dieser Sonderfall aufgelöst. Das ist, wie wir nachher diskutieren werden, auch relativ schlau, hier wirklich die kleinste Distanz zu nehmen. Ja, wir hatten ja vorhin gesagt, eine Anforderung an den Algorithmus ist ja die Optimalität. Da hatte ich ja schon das minimale Pfadgewicht, was wir am Ende haben wollen, erwähnt. Ja, und dann merke ich mir natürlich, dass ich U besucht habe. Also ich nehme es aus meinem unbesuchten Set raus.
Und dann analysiere ich die Nachbarschaft von U. Also U halte ich fest und dann schaue ich mir die Distanz zu jedem Nachbarn an. Rechne davon die kumulative Distanz aus. Kumulative Distanz heißt, diese Distanz zum Nachbarn wird addiert zum aktuellen Gewicht von Knoten U. Und dann prüfe ich, wenn diese kumulative Distanz, also das Ergebnis dieser Zeile hier, kleiner ist als die bereits bekannte Distanz zu U, also als die, die ich vorher wusste, naja, dann mache ich doch ein Update und merke mir die kleinere Distanz. Das ist, was hier steht. Naja, und das mache ich jetzt und iteriere eben hier. Und am Ende gebe ich dann eben die Tabelle raus mit der kürzesten Distanz und dem Vorgängerknoten. Übrigens, den Vorgängerknoten merke ich mir auch. Und das kann ich natürlich dann, wenn der Algorithmus terminiert ist und alle Knoten in Q besucht hat, auch für jeden möglichen Zielknoten machen. Also das ist sozusagen die Grundidee des Algorithmus. Hier steht es nochmal als Pseudocode. Ich würde Ihnen auch empfehlen, mit diesem Pseudocode zu arbeiten. Sie finden einen etwas ausführlicheren Pseudocode im Tannenbaum. Im Stallings steht, glaube ich, auch einer. Gut, schauen wir uns den nochmal an. Wir haben ja jetzt so im Wesentlichen die Grundfunktionen verstanden von dem, was der Algorithmus tut, und dann werden wir ihn mal anwenden. Ja, ich brauche erstmal mein unbesuchtes Set Q. Das lege ich erstmal an. Und ich kriege natürlich als Eingangswert den Graph. Das ist jetzt hier der gewichtete Graph bereits, ja, als eine Datenstruktur. Und den Quellknoten, also das ist der Startknoten, der wird hier natürlich angegeben. Beides brauche ich, ne? Also wenn der Startknoten fehlt, können Sie Dijkstra nicht ausführen. Dann, ja, was mache ich jetzt hier? Jetzt mache ich eben die Initialisierung. Hier steht's. Also ich gehe erstmal durch alle Knoten rüber. Das sind die kumulativen Knotengewichte. Die werde ich erstmal alle auf unendlich setzen. Und der Vorgängerknoten, der ist natürlich undefiniert. Und werde die alle in Q reinfügen. Also, weil ich will ja alle Knoten besuchen. So, jetzt kümmere ich mich um meinen Sonderfall des Quellknotens. Also, das war in unserem vorigen Beispiel der Knoten A. Und gebe dem das Kantengewicht 0, damit ich den eben hier nicht mehr später als Ausnahme behandeln muss. Und jetzt iteriere ich. Und zwar so lange, bis Q eine leere Menge ist. Also das heißt, so lange, bis ich alle Knoten besucht habe. Das ist jetzt hier das Kriterium zum Auswahl des, ich sag mal, günstigsten aktuellen Knoten auf Basis des aktuellen Informationsstands. Und dann würde ich natürlich initial hier mit A anfangen. Das hatte ich ja vorher auch erklärt. Also das ist einfach nur eine formalere Schreibweise dafür, dass wir den Knoten mit der kleinsten Distanz wählen. Sie erkennen Knotendistanz immer daran, dass ich nur einen Eingangsparameter habe, ne? Weil eine Knotendistanz mache ich an einem Knoten fest, wohingegen Sie ein Kantengewicht daran erkennen, dass es zwei Parameter hat. Das haben wir hier, weil da muss ich mir ja merken, bei welchem Knoten die Kante anfängt und bei welchem Knoten die Kante aufhört. Achtung, das ist eine sehr wichtige Unterscheidung hier für den Algorithmus, ja? Also so ein kumulatives Knotengewicht, was wir hier berechnen, was dann nachher in unserer Tabelle auch steht, ja, das ist eben dieses Dist. Und logischerweise hat es nur einen Parameter, wohingegen Sie hier bei Length, wenn Sie jetzt ein Kantengewicht sich anschauen wollen, brauchen Sie natürlich Kantenstart und Kantenende. So, wenn ich jetzt einen Knoten U habe, dann nehme ich den raus aus meinem unbesuchten Set, logischerweise, um mir zu merken, dass ich den nicht nochmal besuchen will. Und schaue mir die Nachbarn an, das ist diese Schleife hier. Und ja, hier mache ich eben die Prüfung, die ich vorhin auch erklärt habe. Ich erkläre es nochmal kurz anhand dieses formalen Pseudocodes. Ich rechne erstmal Knotengewicht, also bekanntes Knotengewicht plus Kantengewicht zum Nachbarn. Ja, und wie gesagt, ich iteriere ja über die Nachbarn. Und jetzt prüfe ich, ist dieses neue Gewicht, was ich hier berechnet habe, kleiner als mein bereits vorher bekanntes Gewicht zu V. Aufpassen, ne? Hier steht jetzt V. Ich will ja den Pfad zu V rausfinden. Und ich gehe natürlich von U aus, weil der hat eine direkte Verbindung zu V. Und damit habe ich mir jetzt natürlich einen Pfad zu V berechnet. Hier, das steht jetzt hier in Temp, also das kumulative Gewicht eines Pfades zu V. Und wenn das kleiner ist als das, was ich vorher habe, naja, dann merke ich mir das. Das ist, was hier passiert. Also da merke ich mir natürlich das aktualisierte Gewicht und muss natürlich, das ist hier eigentlich das Wichtigste, meinen Vorgängerknoten aktualisieren, weil ich weiß ja jetzt, dass U ein besserer Vorgängerknoten ist als der, über den ich vorher hier dieses Dist V berechnet hatte.
Ja, also ich mache ein Update sozusagen meiner Routing-Tabelle, ne? Also meiner Nachbarschaftstabelle. Eigentlich müssten wir streng genommen Dist gar nicht rausgeben, weil für die Route ist es ja eigentlich nur wichtig, welche Knoten gewählt werden. Ja, bei der Routenentscheidung wird ja dann gar nicht mehr irgendwas berechnet, dann wird ja lediglich der Nachbar entsprechend aus der Forwarding Table genommen. Und der steht ja dann hier drin. Also eigentlich wird es reichen, wenn wir Pref rausgeben. Wir geben Dist aber auch nochmal raus, einfach um auch zu sehen, wie der Algorithmus funktioniert. Und vielleicht wird man das ja später auch nochmal brauchen. Wir werden nachher sehen, auch wenn wir das eine Route übers Backtracing dann einfach mal bilden, dass wir das Dist eigentlich gar nicht dafür bräuchten. Okay, das ist jetzt nochmal eine ausführlichere Erklärung des Pseudocodes. Natürlich ein bisschen redundant zu der prosaischen Version davor, aber vielleicht hilft es ja dem einen oder der anderen. Okay, dann machen wir mal ein Beispiel. Hier sind mal die ersten Schritte eines Beispiels gezeigt, was wir jetzt mal rechnen werden. Ich habe da gleich noch eine andere Folie zu mit einer Tabelle und dann werden wir die mal gemeinsam ausfüllen. Hier erstmal zur Aufgabe. Also Sie haben diesen gewichteten Graphen angegeben und Ihr Ziel ist, finden Sie den kürzesten Pfad von A zu allen anderen Knoten. Das sollen Sie bitte als Tabelle ausgeben mit den Pfadgewichten, ja, also den kumulativen Pfadgewichten jeweils von A zu jedem anderen Knoten und dem Vorgängerknoten. Ja, wir werden das jetzt gleich mal machen am Beispiel einer Tabelle. Hier ist es auch schon so ein bisschen grafisch illustriert. Achtung, das ist nicht vollständig, ja. Wer kann mal in den Chat schreiben, wie viele Schritte man bräuchte? Hier sehen wir 5. Wir bräuchten mehr Schritte, so viel spoilere ich mal schon. Anzahl Knoten, genau. Plus einem Schritt für die Initialisierung, wenn Sie den mitzählen wollen. Also Initialisierung plus Anzahl Knoten. Genau, da haben wir 8 Knoten, naja, und dann haben wir eben 8 plus 1, ne, und das plus 1 ist die Initialisierung. Wichtig ist mir, dass Sie verstehen, in welchen Schritten was gemacht wird. Da muss man sich jetzt nicht streiten, ob es 8 oder 9 Schritte sind. Man sollte immer dazu sagen, dass dann der Initialisierungsschritt mitgezählt ist. Ja, wie gesagt, hier ist nicht alles gezeigt. Achtung, ne? Nicht verwirren lassen. Nur noch mal kurz zur Darstellung. Also Sie sehen, die bereits besuchten Knoten, die sind hier schwarz markiert. Die jeweiligen Gewichte sind hier drin, grafisch markiert. Und der aktuell bearbeitete Knoten ist hier der Pfeil. Ich werde das jetzt aber nicht verwenden. Ich werde jetzt mit der Tabelle arbeiten. Das ist näher an dem, was wir im Praktikum machen. Das ist näher an der Klausur. Und das ist auch näher an dem, was Router denn wirklich sehen, ne? Und auch berechnen. Also die arbeiten ja auch nicht grafisch. Die arbeiten ja auch mit irgendwelchen Arrays. Ja, vielleicht machen wir das auch mal zusammen. Fangen wir mal an mit der Initialisierung. Ich würde das jetzt so machen. Sie schreiben mir mal im Chat, was ich da so eintrage. Wir können das ja mal versuchen. Wir haben alles gegeben, ne? Wir haben A als Zielknoten definiert. Wir haben den gewichteten Graphen gegeben und wir haben bereits das unbesuchte Set gebildet. Ja, das habe ich hier oben hingeschrieben. Was ist jetzt bei der Initialisierung mein U? Fangfrage, Achtung. Gibt's nicht, jawohl. So, was mache ich hier? Genau, Dankeschön. So, was mache ich hier? Jupp. Ich mache das mal irgendwie mathematisch richtig, ja? Ich hätte jetzt auch Inf nehmen können, natürlich. Was kommt jetzt bei den anderen rein? Ja, Dankeschön. Und welche Zeilen im Algorithmus rechne ich gerade? Jawohl, das macht doch fast Spaß. Dankeschön. Ja, also Zeile 5 bis 10 erledigt, Initialisierung fertig. Check. So, ab in die Hauptschleife. Also ab Zeile 12. Direkt weiter, Q ist nicht leer, ne? Können wir prüfen hier oben. Dann direkt weiter zu Zeile 13. Wenden wir unsere, ich darf es jetzt schon ein bisschen spoilern, unsere Greedy-Bedingungen an. Ja? Wir wollen gierig sein. Also wir suchen uns den Knoten Q raus mit der minimalen Distanz. Welcher Knoten ist das? Ah, wer schreibt denn da B? Da sind wir noch nicht. Wir haben erst die Initialisierung geschafft. Passt schon. Also natürlich A, ne? Das ist unser Sonderfall, den wir eben hier gerade nicht als Sonderfall behandeln wollen. Und A hat dann natürlich welches Gewicht? Naja, der hat natürlich 0. Also da hat sich natürlich nichts geändert. Ach so, und ich darf eine Sache nicht vergessen, ne? Passen Sie da auch selber bitte immer auf, das passiert so schnell im Eifer des Gefechts.
A muss natürlich raus aus Q. Mache ich ja hier in Zeile 15. So, dann bin ich Zeile 17. Ich mache das zum Anfang ausführlicher, nachher machen wir es schneller, keine Sorge. Jetzt gucke ich mir die Nachbarn von A an. Die Nachbarn von A sind B und G, Dankeschön. Das ist relativ egal jetzt, in welcher Reihenfolge ich mir die angucke, ne? Achtung, ich habe hier oben ein Minimum, in Zeile 13. Ich habe hier unten kein Minimum. Es ist völlig egal, welchen Nachbar ich zuerst betrachte. Ich mache mal trotzdem Nachbar B zuerst. Nachbar B habe ich ein kumulatives Kantengewicht, also Dist U plus Längs UV habe ich von 2, genau, 2a, logisch. Dist U ist 0, weil Dist U ist a. Ja, U ist gerade a, also ich habe das hier abgekürzt mit D, ne? D von A ist natürlich 0. Und 0 plus 2, 2 steht hier, ist natürlich 2. Und der Vorgängerknoten ist A. Mein U ist ja A. So, dann habe ich das geschafft. Dann ab zum nächsten Nachbarn. Das war G. Das mache ich jetzt genauso. Wer will es reinschreiben? Noch ist es easy, ne? Genau, 6A. Genauso wie bei B. 0 plus 6 ist natürlich immer noch 6, ja? Bloß wie gesagt, das gilt allgemein, ne? Das wird nachher natürlich ein bisschen interessanter. So, das war mein erster Schritt. Zu welcher Zeile gehe ich jetzt? Zeile 12 ist richtig. Also, ich muss ja erstmal prüfen, ist mein Q leer? Nö, mein Q ist noch lange nicht leer. Also bin ich natürlich sofort weiter in Zeile 13. 12 hat aber auch eine wichtige Bedingung. Ne? Aufpassen, das ist eine Condition, die hier steht. Und dann prüfe ich, wer hat jetzt meine minimale Distanz? Und zwar, ja, wo schaue ich denn jetzt nach? Ich schaue natürlich hier nach und das ist Knoten B. Ja, also ich schaue in Iteration 1. Das kumulative Kantengewicht, oder man kann ja schon Pfadgewicht sagen, jetzt von A zu B, ist natürlich kleiner als das Pfadgewicht von A zu G. Und deswegen gehe ich jetzt natürlich zu B. Ich reite deswegen so lange darauf rum, weil das ist genau diese greedy Eigenschaft, die den Dijkstra so effizient macht. Also wird mein U das B. Ja, hier hat sich nichts getan, ne? 2a habe ich natürlich immer noch. Ich kann eigentlich die gesamte Zeile erstmal kopieren. Und jetzt gehe ich weiter. Nicht vergessen, B bitte rausnehmen. Dann bin ich bei den Nachbarn. Jetzt gehe ich über diese Nachbarschleife. Und dann B hat zwei Nachbarn, Nachbar C und Nachbar E. Egal, wie gesagt, in welcher Reihenfolge ich mir die anschaue. Ich kann mir mal Nachbar E zuerst anschauen. Ich habe ein Pfadgewicht von 2. Also Dist U ist 2. Plus Kantengewicht von B zu E ist 2. Gibt also 4. Also mein TMP-Wert ist hier 4. 4 ist kleiner als unendlich. Ne? Weil Nachbar E, hier steht ein unendlich. Ne? Also Dist von V ist unendlich. Und das ist natürlich erheblich größer als 4. Trage ich hier also 4 und, ja, welchen Knoten trage ich jetzt ein? Ja, Hilchenbach ist noch wach, genau, Frau Wolf ist auch noch wach, Dankeschön. Das war unser Update. Dann noch natürlich ab zum nächsten Nachbarn, wen haben wir vergessen? C haben wir vergessen, Kantengewicht BC ist 7, B hat natürlich immer noch ein Pfadgewicht von 2, ja, das gibt 9, 9 ist immer noch kleiner als unendlich, also mache ich auch hier ein Update. 9, sorry, natürlich nicht C, sondern Vorgänger ist B. Habe ich schon mal eine neue Route, also zum nächsten Knoten kennengelernt. Ja, dann habe ich alle Nachbarn besucht, bin mit der Schleife fertig, gehe also wieder zurück zu Zeile 12. Vielleicht mache ich es jetzt mal ein bisschen kürzer, ein bisschen schneller. Ich will mindestens noch ein Update machen und dann können wir auch springen, wenn Sie wollen. Das Erste, was ich jetzt erstmal mache, ist, ich verschiebe das hier. Dann kopiere ich mir das und dann jetzt wieder an Sie die Frage, welchen Knoten besuche ich als nächstes? E besuche ich als nächstes, weil E natürlich der Knoten ist, der beide Bedingungen erfüllt. Was sind beide Bedingungen? Naja, meine erste Bedingung ist, der muss noch im unbesuchten Set stecken. Und die zweite Bedingung ist, der muss von den Knoten, die noch im unbesuchten Set stecken, das minimale Kantengewicht haben. Und das sollte Knoten E sein. Also schreiben wir E hier hin. So, nehmen den natürlich tunlichst raus und fangen an mit unseren Updates. E hat zwei Nachbarn, davon haben wir G schon besucht. Schauen wir uns also F an.
Das Kantengewicht von E zu F ist 2. E hat das Gewicht 4. 4 plus 2 ist 6 und 6 ist kleiner als unendlich, merken wir uns also das. Und Vorgängerknoten ist natürlich E. Dankeschön, Herr Hilchenbach, für die Korrektur. Wir haben also nach Algorithmendenkweise G natürlich noch nicht besucht. Ja? Wir waren mal kurz bei dem, bei der Nachbarschaftsprüfung von A, haben den aber natürlich noch nicht aus Q entfernt, weil wir ihn noch nicht als Ausgangsknoten besucht haben. Also daher, Herr Hilchenbach, in der korrekten Terminologie vom Dijkstra haben Sie recht. Also G haben wir natürlich noch nicht besucht, G ist natürlich immer noch in Q und deswegen checken wir den als nächstes. Ja, dann schauen wir mal, was da rauskommt. Also da haben wir das Kantengewicht von E zu G ist 1, das wäre diese Länge, dann haben wir die Distanz von E, die ist 4, naja, und dann kriegen wir eben 5 raus und 5 ist kleiner als 6. Also mache ich hier an der Stelle ein Update. Und wie sieht mein Update aus? Wer will es mal schreiben? 5e, genau. Weil E natürlich jetzt der effizientere Vorgängerknoten ist. Der Pfad über E ist natürlich kostengünstiger. Und deswegen wird das jetzt hier eben vermerkt. Also das ist das Update. Dann haben wir beide Nachbarn besucht. Also B ist natürlich auch ein Nachbar von E, aber der war ja schon aus dem besuchten Z raus. Also sind wir hier an der Stelle fertig und gehen nach dem Pseudocode ganz einfach wieder hoch zu Zeile 12. Q ist immer noch nicht leer. Welcher Knoten wird als nächstes unser Startknoten? Genau, das wird der Knoten G, weil natürlich G hier das minimale Pfadgewicht hat, ne, in unserer Vorgängerzeile. Trage ich hier also G ein. So, Ausgangsknoten ist G. G hat insgesamt auch drei Nachbarn. Ach, ich hätte fast was vergessen. Der hat ja A, E und H als Nachbarn. Davon ist H noch im unbesuchten Set. E und A sind ja schon raus. Also muss ich die sozusagen nicht prüfen. Gehe ich also zu H. Das Kantengewicht von G zu H ist 4. G hat das Pfadgewicht von 5. 5 plus 4, also 9, ist natürlich kleiner als unendlich. Und der Vorgängerknoten ist natürlich G. So, dann haben wir das jetzt mal durchgerechnet, beziehungsweise so halb. Ich würde jetzt mal zur Lösung springen und dann noch auf ein paar Sachen hinweisen. Also das geht jetzt natürlich noch weiter, bis wir dann unsere 8 echten Iterationen geschafft haben. Ne? Die Initialisierung habe ich hier mal so als 0 gezählt, damit wir uns dann nicht mit der Zählweise ins Gehege kommen. Sie müssten ja jetzt die Lösung sehen. Was ich jetzt markiert habe in Rot, das sind Updates von echten Zahlen, also von bereits vorher berechneten Pfadgewichten und eben gerade nicht diese Initialisierung. Ja? Also das passiert hier in dem Fall zweimal. Hier unten wird es dann relativ langweilig. Also Sie sehen, hier haben wir eigentlich immer dieselbe Zeile. Aber Dijkstra muss ja über alle Knoten iterieren, um die Nachbarschaften zu prüfen von den Knoten. Ne? Also das bleibt uns nicht erspart, obwohl sich in den letzten drei Zeilen nichts mehr ändert, trotzdem noch die 8 kompletten Iterationen zu machen. Natürlich ist Q am Ende leer. So, wie kriegen wir jetzt den Pfad raus? Das habe ich hier unten mal aufgeschrieben. Den Pfad kriege ich jetzt eben über meine Vorgängerknoten, die ich mir hier die ganze Zeit gemerkt habe. Und hier steht es nochmal, ne? Also ich will zum Beispiel mal den Pfad von A nach D kennen. Das mache ich natürlich einfach, indem ich ein Backtracking mache, ne? Und hier ist es mal aufgezeichnet. Also ich schaue einfach, was ist der Vorgängerknoten in meiner Tabelle nach, ne? Was ist Ds Vorgängerknoten und was ist der Vorgängerknoten des Vorgängerknoten von D und so weiter und so fort, ja? Und dann am Ende schreibe ich auch noch das kumulative Gewicht dann natürlich hin. Ja, hier sehen Sie, wie ich über einen Backtracing dann einfach die Route von A nach D, also den kürzesten Pfad von A nach D, rauskriege, ne? Also ich muss mir ja lediglich die Vorgängerknoten merken. Naja, und ich weiß, ich will nach D. Ich schaue also bei D nach, welchen Vorgängerknoten der hat. Ds Spalte ist hier. Und mich interessiert natürlich nur das Endergebnis von Dijkstra, also hier nur die letzte Zeile. Und der hat den Vorgängerknoten H. Also von D nach H. So, dann gucke ich, was war der Vorgänger von H? Hs Spalte ist hier und der Vorgänger von H war F. Gehe ich also nach F.
So, jetzt bin ich bei F. Der Vorgänger von F ist E. Der Vorgänger von E ist B. Und der Vorgänger von B ist A. Und schon bin ich fertig mit meiner Route. Ich habe jetzt die Werte hier aus dem Graphen, die Kantengewichte hier noch dazu geschrieben. Und naja, hier sehen Sie, hier steht 5 mal dann 2, ne? Und dann ist die Summe auch 10. Oh Wunder, Dijkstra hat richtig gerechnet. Das ist nochmal eine Erklärung, wie wir daraus dann eine Route machen. Und Sie sehen ja, es reicht, wenn jeder Nachbar seinen Nachbar kennt. Also wenn jeder Nachbar sozusagen für das Ziel D dann hier den entsprechenden Eintrag aus dieser Routing-Tabelle hat. Also das ist Ihre Hausaufgabe. Hier haben Sie mal 5 Knoten gegeben. Und was ich von Ihnen gerne hätte, wäre am Ende diese Tabelle. Anzahl der Iterationen sollten Sie ja jetzt eigentlich schon wissen. Und das ist sozusagen die Tabelle mit dem Endergebnis. Okay, diskutieren wir noch schnell den Algorithmus und die Eigenschaften des Algorithmus. Also wie er funktioniert, das sollte jetzt hinreichend klar sein. Aber der hat ein paar ganz spannende Eigenschaften, die ich Ihnen gerne erklären würde. Und eine sehr spannende Eigenschaft ist, dass das ein gieriger Algorithmus ist, auf Englisch Greedy Algorithm. Das ist eine besondere Klasse von Algorithmen, die versuchen, ein globales Optimum zu finden, also den kürzesten Pfad über einen gesamten Graphen, indem sie eine lokal optimale Entscheidung treffen. Und das ist genau der Grund, warum Dijkstra hier ein Minimum macht. Das ist eine lokale Entscheidung, um den nächsten Ausgangsknoten zu definieren. Ja, also ich suche mir den Ausgangsknoten raus, der das minimale Pfadgewicht aktuell hat. Und dann laufe ich in die Richtung dieses Knotens und gucke mir dessen Nachbarn an. Und das ist, was ich mit lokal optimal meine, ne? Also lokal, weil ich gucke mir ja nur die Nachbarn an. Ich hangel mich sozusagen über diese Nachbarschaftsbeziehung durch den Graphen durch. Und das Optimum kriege ich eben mit Hilfe dieses lokalen Minimums. Also gierig meint eben hier, ich gehe gierig in die Richtung des niedrigsten Gewichtes. Was bedeutet das? Naja, daraus folgt, dass es ausreicht, für jeden Schritt vom Dijkstra nur den nächsten Hop zu kennen. Was meine ich mit nächsten Hop? Naja, nur die Nachbarn. Das können Sie sich ganz einfach überlegen. Versuchen Sie mal bei der Hausaufgabe oder bei diesem Graphen, zum Beispiel von A ausgehend, nur die Nachbarn zu betrachten und dann immer den Rest des Graphen zuzuhalten. Also halten Sie sich da die Hand drüber oder irgendwas oder schieben Sie ein Fenster drüber oder ein Blatt Papier. Und dann werden Sie sehen, dass Sie das trotzdem rechnen können. Sie müssen nur die Nachbarn kennen. Und das ist toll, ne? Wenn man es mit dem Internet zu tun hat, also mit einem riesigen Graphen, dann will man nicht den ganzen Graph kennen müssen. Ja, Sie müssen Q kennen, das ist richtig, ne? Also so Knotenanzahl, aber das können Sie ja festlegen. Sie können ja festlegen, welchen Ausschnitt Sie betrachten wollen. Also das ist interessant, ne? Also wir müssen nur den nächsten Hop kennen. Wir brauchen nicht den kompletten Graphen und wir kriegen natürlich damit die Komplexität im Schach, ne? Also das skaliert gut und das funktioniert eben auch für große Netze. Ja, wie immer beim Engineering, ne, also es gibt so einen schönen englischen Spruch, there is no free lunch in Engineering, ne? Also es gibt nichts umsonst, irgendeinen Tod müssen sie sterben. Und so hat auch diese lokale Optimalität des Dijkstras und dieses Hangeln über den Nachbarn einen Nachteil. Das bedeutet natürlich, dass es manchmal effizienter wäre, den ganzen Graphen zu kennen. Sie und ich sehen sofort durch Hingucken, dass die Route AE effizienter wäre als die Route über B. Also die untere Route wäre natürlich effizienter, und zwar genau um 1, als die obere Route. Das sehen wir, weil wir globales Wissen haben. Wir kennen den ganzen Graphen. Dijkstra hat das Wissen nicht. Der kennt nur einen Hop. Und dementsprechend muss er 5 Schritte iterieren, bis er dann die Route zusammen hat. Das muss ich hier gerade nochmal fixen. Der muss 5 Schritte natürlich iterieren, bis er bei E ist. Und ja, das könnte man natürlich effizienter machen. Wenn man den ganzen Graphen reinstreckt, dann hat man einen Schritt. Dann sieht man es sofort. Ja, dann würde man hier kumulieren. Ne? Das müsste man zwar nur einmal tun, also sie würden hier eine Summe bilden, aber würden das direkt vergleichen können. Ja, das ist so der Nachteil. Also hinsichtlich Rechenzeit und viel wichtiger hinsichtlich Explorationszeit. Ja? Also das Hangeln über die Nachbarn, das ist ja sozusagen Explorationszeit. Sie gehen ja so von Nachbar zu Nachbar und durchsuchen ihren Graphen. Da ist der Dijkstra halt manchmal nicht so effizient, wie es ein global optimales Verfahren wäre. So, ich bin gleich fertig. Ich möchte Ihnen aber noch ein paar Tipps geben. Großes Achtung in Blinkschrift. Bitte seien Sie vorsichtig mit Pseudocode und Code aus dem Internet. Ich habe da so viele Fehler gesehen, dass ich es einfach nicht mehr zählen möchte.
Ich gebe Ihnen hier aber ein bisschen kuratierte Hinweise. Also das sind Sachen, die habe ich geprüft, die stimmen. Und die sind auch in der Regel nicht nur von mir geprüft, sondern auch von Profis geprüft aus dem Bereich. BoostC-Library ist immer eine gute Anlaufstelle, wenn Sie Algorithmenimplementierung suchen. Und die vom Dijkstra ist hier. Also das ist nicht nur richtig, sondern das ist auch effizient. Dann, wenn Sie sich für JavaScript interessieren, haben Sie hier ein ganz nettes Beispiel. Und wenn Sie sich für die Formalismen interessieren und das nochmal formal erklärt haben wollen mit einer guten Notation, finden Sie das hier. Algorist.com kann ich wirklich empfehlen. Das ist ein Algorithmus-Repository. Also da stehen viele Algorithmen drin für Problemklassen, die gut verstanden und klassifiziert sind. Und dann finden Sie dort auch Hinweise auf Lösungen und Bibliotheken, die diese Probleme lösen.